So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute ist Sonntag. Ihr wisst, was das heißt. Hunter x Hunter Kapitel 393. Dieses Kapitel war so verdammt gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, Hunter x Hunter wird von Kapitel zu Kapitel besser. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Es geht weiterhin um das ganze Mafia-Geschehen. Hisoka wurde gefunden, dieser trifft sich auch mit Hinrai. Nobunaga zeigt, wer der Boss ist und so weiter. Das alles gleich nochmal expliziter. Davor aber wie immer, wenn euch das ganze Video gefällt, gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da. Ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Falls ihr das Kapitel noch nicht gelesen habt, guckt in die Videobeschreibung. Ich habe es natürlich wie immer verlinkt. Um 17 Uhr kommt immer das Kapitel, also immer wenn dieses Video erscheint, kommt auch gleichzeitig das Kapitel. Deshalb liest euch das durch und kommt dann wieder zu diesem Video. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. So, beginnen wir sofort mit dem Plot von Nobunaga. Luini hat ja im letzten Kapitel Nobunaga bisschen auf die Palme gebracht, weil er enttäuscht von deren Verhalten war. Nun sagt er aber, dass das Ganze nicht so gemeint war und er sich eigentlich mit der Brigade verbinden wollte, um die anderen Mafia-Familien plus die Kaken-Familie zu vernichten. Naja, Nobunaga macht da aber kurz einen Prozess, er steht auf und durchspießt ihn mit seinem Schwert durch die Stirn. Er fragt ihn, warum er ihnen im Lagerraum einen Streich spielte, wenn er sich ihnen doch anschließen möchte. Er zieht sein Schwert zurück und sagt nur, du willst die Welt vernichten, ich vernichte dich. Und Nobunaga ist echt salty, also der war schon davor salty immer, aber mittlerweile, keine Ahnung, vielleicht wurde er vor 10 Minuten gekorbt oder so, aber Nobunaga wirklich, der Typ, no chill. Die Mitglieder der Schar-Familie kommen zurück und klopfen an der Tür. Nobunaga macht ihnen auf. Und der eine Fanboy vom letzten Kapitel denkt sich auch nur, oh mein Gott, Nobunaga persönlich hat mir die Tür aufgemacht. Sie sehen die tote Leiche und einen Nobunaga, der den abgetrennten Kopf von Luini in die Richtung zeigt. Die Brigade hat nun selber beschlossen, die Haley-Familie zu töten, weil Luini ihnen auf den Sack ging. Finks und Phaeton sind auch ready. Finks sagt dann sogar, wenn ihr Informationen über den Standort habt, sagt Bescheid, wir machen kurzen Prozess mit der Haley-Familie. Der Fanboy wird noch glücklicher und kann nicht glauben, dass er gerade mit ihnen redet. Er weiß, dass das alles nur Businessgeschäfte sind, aber er ist so unfassbar hyped. Jetzt ist er auch sicher, dass er später bestimmt ein Autogramm kriegen wird. Und jetzt nochmal zur Phantombrigade. Ich finde es wirklich witzig, dass Finks, Phaeton und Nobunaga sich jetzt entschieden haben, okay, wir bringen jetzt die Haley-Familie um, nur weil der eine uns jetzt auf den Sack gegangen ist. Also sehr, sehr witzig und Nobunaga einfach eiskalt. Dieses Panel, wo wir sehen, wie er Luinis Kopf hält, das ist sehr, sehr brutal. Und wie schon in meinem Spoiler-Video erwähnt, wenn das animiert wird, oh bitte, bitte vermasselt das nicht. Aber auch so, der Manga ist unglaublich. Also was sie dort zeigen, das ist einfach Game of Thrones Niveau. Natürlich ist es nur gezeichnet, aber trotzdem, ich finde es cool, was sich Togashi traut in seinem Manga. Und das macht nicht jeder. Und definitiv kein Oda in One Piece. Wir sehen danach die Haley-Familienmitglieder, die über den Verlust von Luini trauern. Da er jetzt tot ist, haben sie eine extrem nützliche Fähigkeit verloren. Und fragen dann auch in die Runde, ob nicht jemand die Fähigkeit rekreieren kann. Einige haben schon eine Fähigkeit und außerdem muss man von Typ Emission sein. Einer der Mitglieder bietet seine Fähigkeit an, nämlich eine Türenfähigkeit. Man kann ihnen dort eine Falle stellen und sie hätte sogar schon die passenden Rollen. Es kommen weitere Mitglieder in den Raum und es wird nochmal drüber gesprochen, wie sie Hinrai den Taubentypen kontern können, weil wie wir wissen, Kapitel 390, er hat den Typen mit Leichtigkeit auseinandergenommen, also das war wirklich eine Peinigung. Sie fragen Marina, die auch im Raum ist, was sie am besten machen können. Sie sagt, dass jede Situation anders ist. Und wenn man nicht in der Lage ist, einen Gegner zu besiegen, dann ist es nützlich, eine Fähigkeit zu entwickeln, die dir zeigt, wie viel Schüsse es noch braucht, um den Gegner zu besiegen. Also mäßig, so wie bei Pokémon, so eine Anzeigetafel. Okay, so oft muss ich ihn noch treffen, dann ist dieser Typ endlich besiegt. Die eine Person denkt drüber nach und dann endet auch diese Storyline. Später wird das noch wichtig werden im Kapitel, darum bleibt auf jeden Fall achtsam. Darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen. Und auch interessant, dass jedes einzelne Mitglied jetzt schon über 20 Punkte hat. Also ja, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, ich kann ja gleich nochmal gucken. Aber die haben ordentlich viel Leute umgebracht und das ist schon sehr, 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 sehr krank. Also was alles auf diesem Schiff abgeht, das ist nicht mehr normal. So, damit springen wir zu Lynch, die versucht, den bewusstlosen Sakuro aufzuwecken, der zwischen Müllsäcken steckt
Und der tut mir wirklich leid von Kapitel zu Kapitel. Der ist wirklich einfach nur süß, keine Ahnung. Der Typ guckt immer wieder so, als ob er keinen Bock mehr auf sein Leben hätte. Der arme Mann, Alter, er wurde einfach komplett von Hisoka auseinandergenommen. Er erzählt, dass Hisoka mit ihm ins Kino gegangen ist und er ihn dort genockt hat, kurz nachdem er ihn gefragt hat, welchen Film er gucken möchte. Sehr, sehr weirder Zeitpunkt auf jeden Fall. Also nicht kurz nachdem er auf Hisoka getroffen ist, sondern er ist erstmal mit ihm Richtung Kinosaal gegangen, hat ihn noch gefragt, ey, Sakura, welchen Film willst du gucken? Und dann pa. Also Hisoka ist schon ein sehr, sehr weirder Typ. Sakura will Hinrei sofort kontaktieren und mitteilen, dass Hisoka im Kinosaal ist. Er findet ihn auch direkt und sagt, dass er zusammen mit Lynch währenddessen Krollo sucht, damit sie ihm mitteilen können, wo sich Hisoka befindet. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn Krollo ist auf Ebene 3. Das heißt, wir haben Illumi auf Ebene 3, wir haben Krollo höchstwahrscheinlich auf Ebene 3 und wir haben Hisoka auf Ebene 3. Also das wird jetzt bald eskalieren, auch mit der Information, die wir am Ende bekommen. Also jetzt wird dieser Arc, der Mafia-Arc, höchstwahrscheinlich zu Ende gehen. Wir wissen ja, dass Kurapika bald einen Auftritt hat. Wir haben ja ein paar Panels gesehen, die Togashi auf Twitter gepostet hat. Wir werden also höchstwahrscheinlich, wenn das Ganze hier gerade anfängt zu eskalieren, ja, zu Kurapika springen und zum ganzen Thronfolgekriegsarc. Aber ja, das ist ein Thema, was ich vielleicht im nächsten Video nochmal ansprechen könnte. Wie wir sehen, sitzt Hisoka ganz gemütlich im Kinosaal, als wäre nichts passiert, als wäre keiner hinter ihm her. Feiere ich auf jeden Fall. Was euch vielleicht aufgefallen ist, er ist im Kinosaal 8. Wisst ihr, wer auch Spinne Nummer 8 ist? Ja, Shizuku, du musst dich auf jeden Fall in Acht nehmen. Togashi hat bestimmt nicht umsonst Saal 8 genommen. Jedenfalls setzt sich Hinrei neben Hisoka, fragt ihn, ob er tatsächlich Hisoka ist und bietet ihm ein VIP-Ticket für Ebene 1 an, damit er dort abwartet, bis die Phantombrigade der Mafia hilft, die Haley-Familie zu besiegen. Denn die Mafia und Phantombrigade haben eine Allianz, das heißt Hinrei müsste theoretisch hier gegen Hisoka agieren. Hisoka antwortet aber, dass er Chaos liebt und nichts dagegen hätte, wenn ihn jetzt alle attackieren würden. Hinrei gibt dann zu, dass er selber keine Chance gegen ihn oder die Brigade hat. Er möchte nur, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Hisoka dreht sich zu ihm, guckt ihn creepy an und fragt, erzähl mal, was glaubst du, wer wird gewinnen, die Phantombrigade oder ich? Hinrei entschuldigt sich und sagt, dass er Team Spinne sei. Hisoka fragt nochmal, wer sind deine Lieblingsmitglieder? Er antwortet, dass er jeden mag. Tatsächlich nimmt Hisoka das Angebot an und sagt, dass er Leute wie Hinrei, die ehrlich zu ihm sind, mag. Zu guter Letzt erwähnt er aber, dass wenn die Spinne ihn als erstes angreift, er auf das Angebot komplett scheißen wird. Hinrei ist einverstanden und damit endet auch dieses Gespräch und ey, ich liebe Hisoka, dass er einfach Hinrei fragt, wer seine Lieblingsmitglieder sind, was er glaubt, einfach straight in sein Face, was glaubst du, wer gewinnt, ich oder die Brigade? Also Hisoka, ich hätte Eierflattern an Hinreis Stelle, ganz ehrlich, wenn Hisoka vor mir steht, so ein kranker Killer, Floormaster, ey. Ich liebe Hisoka und ich bin einfach glücklich, dass er jetzt schon mit Teil der Story ist. Während der Kaken-Soldat mit den Informationen über den Standort der Haley-Familie auf Hinrei wartet, stößt Kenny, der Vize-Anführer der Schaf-Familie, auf ihn und merkt, dass etwas faul ist. Der Soldat erzählt ihm, dass er weiß, wo die Haley-Familie steckt und Kenny erfährt von dem Deal mit Hinrei und bietet sofort mehr Geld an, als es Hinrei angeboten hat. Er verspricht dem Soldaten auch mit einem sehr komischen, creepigen Lächeln, dass er jeden Einzelnen vernichten wird. Und dieses Lächeln, ich komme nicht drauf klar, einfach Kageyama 2.0. Die können einfach nicht lachen. Es gibt Menschen, die wirklich nicht lachen können. Und wenn sie lachen, dann findet man das einfach witzig, ey. Nun sind der Soldat, Hinrei und Kenny auf dem Weg zu dem Versteck der Haley-Familie. Zimmer 3101. Sie klopfen an der Tür und ein alter, verschrumpelter Mann kommt raus, der dauernd wiederholt, dass sie reinkommen können und der gar nichts zu verbergen hat. Was aber direkt auffällt, ganz am Ende des Kapitels steht da nochmal dreimal rezitiert. Das heißt, er trägt etwas vor, ein Gedicht, irgendwie sowas, höchstwahrscheinlich seine Nennfähigkeit. Denn er ist garantiert nicht unschuldig, er gehört zur Haley-Familie. Wir haben sein Gesicht schon mal gesehen in einem Panel mit der ganzen Haley-Familie. Bin echt gespannt, was das für eine Fähigkeit ist und was das auch mit dieser Türenfähigkeit aus sich hat. Generell mit dem ganzen Gespräch davor mit Marina, was die jetzt wirklich vorhaben. Und Hinrei macht ja auch keine Späße. Der wirft direkt ein Messer, sagt, okay, nichts Auffälliges, das nächste Mal werde ich nicht verfehlen mit dem Messer. Und der Typ sagt weiterhin, oh, ich weiß nicht, was hier los ist, ich bin ein Dönermann, ich mag Kalb mit Fleisch und ja. Und damit endet auch das Kapitel, also
Wir sind jetzt angelangt. Hey, Lee-Familie, der Standort. Was wird jetzt im nächsten Kapitel passieren? Wird es sofort eskalieren? Das frage ich mich natürlich. Und was passiert mit Kollo? Wird er erfahren, dass Hisoka auf Ebene 3 ist? Weil Sakura weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass Hisoka auf Ebene 1 gehen wird. Und deshalb, was wird Kollo machen? Wird er sofort agieren? Wie wird sein Gesichtsausdruck sein? Ich freue mich einfach darauf. Und das soll es vom Video gewesen sein. Ein super Kapitel. Hunter-Hunter-Kapitel sind einfach so lang und das ist nichts Negatives. Denn es ist einfach Feuer, Flamme, alles. Es ist einfach so cool. Jede einzelne Storyline ist einfach ja, spannend. Und es ist auch komplex. Es ist nicht nur, ja, ich kämpfe gegen den stärksten Gegner oder so. Nee, das ist wirklich, weil Nenya auch so ein krasses Kampfsystem ist, macht das einfach Spaß mitzuverfolgen, neue Charaktere kennenzulernen, die dann auch ja, miteinander agieren, gegeneinander agieren und mehrere Allianzen. Wir sehen ja, dass Hinray irgendwie schon mal Kontakt mit Hisoka hatte, aber ihn dann auf Ebene 1 versteckt, während er mit der Phantombrigade, die eigentlich nach Hisoka sucht, zusammen die Haley-Familie auslöschen möchte. Und es ist einfach super, super cool und ich freue mich einfach, was in den nächsten Kapiteln passieren wird. Und ich habe ja gesagt, wir haben ja ein bisschen Kurapika gesehen in Chapter 397, als Togashi das auf Twitter gepostet hat. Ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass das nur so ein paar Panels sind, denn ich liebe den Thronfolgekriegsarc. Aber ich bin gerade wirklich drin in dieser ganzen Mafia-Geschichte. Ich möchte sehen, wie das Ganze jetzt eskaliert. Ich möchte es einfach sehen. Schreibt ihr in die Kommentare, auf was seid ihr mehr gehypt? Thronfolgekriegsarc, also Hashtag Thronfolgekrieg oder Mafia-Krieg. Also ich bin gerade wirklich Team Mafia, denn Hisoka hat hier nochmal gezeigt, ey, dieser Arc wird einfach unglaublich krass. Und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das soll es vom Video gewesen sein. Gebt dem Video ein Like und ein Abo, falls ihr neu auf diesem Kanal gestoßen seid. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Video zu bringen, in alter Frische, hier auf diesem wundervollen Kanal.